Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Einheit im Rahmen Ihres mediengestützten Unterrichts. Mein Name ist Walter Trummer und unser Thema heute ist Bilanz- und Steuerpolitik und in diesem Rahmen die Bilanzanalyse. Zunächst stellt sich die Frage, wer sind denn überhaupt die Interessengruppen, die Interesse an einer Jahresabschlussanalyse haben? Zum einen ist es das Management. Das Management braucht die Zahlen für sein Management-Informationssystem, damit die entsprechende interne Steuerung erfolgen kann. Also das sind Zeit-Soll-Ist-Vergleiche oder auch Benchmarks, der Vergleich mit den Besten. Bei den externen Stellen ist es insbesondere die Bank, die Fremdkapitalgeber, die sich im Rahmen eines Ratings nach Basel II für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens ganz besonders interessieren. Und dann gibt es noch den Bereich der großen Öffentlichkeit, also das sind Käufer, das sind Anleger, das ist die Gesellschaft insgesamt. Due Diligence ist das Fremdwort und hier hat das Unternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber dieser Gesellschaft, entsprechend vernünftige und nachprüfbare Zahlen zu publizieren und es ist eine Vorstufe zur Unternehmensbewertung. Wenn wir uns nun im Überblick anschauen, was uns in dieser Lerneinheit erwartet, dann ist die Jahresabschlussanalyse in zwei Bereiche aufgeteilt. Wir befassen uns mit dem oberen Bereich der quantitativen Bilanzanalyse. Hier geht es um Kennzahlen. Der qualitative Bereich der Bilanzanalyse beschreibt wichtige Zusatzinformationen, die helfen, diese Zahlen besser interpretieren zu können. Im Bereich der quantitativen Bilanzanalyse werden wir sprechen über Rentabilitäten, über den Return on Investment und über die Cashflow-Rechnung. Auf der anderen Seite werden wir sprechen über die Bilanzstruktur, über Investitionsanalyse, über Finanzierungsanalyse und die Liquiditätsanalyse. Wenn wir eine Bilanz analysieren, dann interessieren uns verschiedene Bereiche ganz besonders. Zum einen die Struktur. Und wenn wir Struktur untersuchen, interessiert uns besonders, wie ist das Vermögen und wie ist das Kapital in diesem Unternehmen strukturiert. Wir untersuchen genauer die Investitionen und hier die entsprechenden Investitionsquoten. Wir betrachten den Bereich der Finanzierung. Und hier interessieren wir uns für die Anlagendeckungsgrade und für jedes Unternehmen von ganz besonderer Bedeutung die Liquidität. Und bei der Liquidität lernen wir die Liquiditätsgrade 1 bis 3 näher kennen. Als erstes betrachten wir die Struktur etwas genauer. Sie sehen hier eine vereinfacht dargestellte Bilanz. Wir haben hier die Aktiva, hier die Passiva-Seite. Auf der Aktiva-Seite sehen wir die Vermögensstruktur, also das Verhältnis von Anlagevermögen und Umlaufvermögen zum Gesamtvermögen. Und die entsprechende Berechnungsformel würde sich dann so ableiten, Anlagevermögen mal 100 geteilt durch das Gesamtvermögen. Und der Prozentwert, der hier herauskommt, ist die sogenannte Anlagenintensität. Auf der passiven Seite sehen wir die Kapitalstruktur. Das heißt, wie ist dieses Unternehmen in seinem Eigen- und Fremdkapital zusammengesetzt? Die Mittelverwendung zeigt sich auf der aktiven Seite, auf der passiven Seite die Mittelherkunft. Bei dem Wert der Anlagenintensität, das ist eine sehr wichtige Kennzahl, sieht man, wie viel des Kapitals im Anlagevermögen drinsteckt. Haben wir hier einen sehr hohen Wert, dann bedeutet dies, dass das Unternehmen sehr viel Geld in seine Maschinen und Anlagen investiert hat und dadurch auch relativ hohe Fixkosten hat. Nachdem wir die Vermögensstruktur betrachtet haben, schauen wir uns nun den Bereich der Kapitalstruktur genauer an. Und bei der Kapitalstruktur sind insgesamt drei Formeln für uns bedeutsam. Die Eigenkapitalquote, die Fremdkapitalquote und der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich ist es so, dass Sie in der Prüfung Ihre Formelsammlung benutzen dürfen. Jedoch sollten Sie den Zusammenhang von den wichtigsten Formeln
herstellen und benennen können. Und so fangen wir einfach mal an mit der Eigenkapitalquote. Die errechnet sich folgendermaßen. Das Eigenkapital, das wir in der Passiva unserer Bilanz finden, mal 100 geteilt durch das Gesamtkapital. Hier sollte im Idealfall ein Wert von 50% plus X rauskommen. Allerdings ist es in Deutschland so, dass die meisten Unternehmen weit unter 20% Eigenkapital liegen. Bei der Fremdkapitalquote wird im Grunde genauso vorgegangen. Wir nehmen das Fremdkapital in den Zähler mal 100 geteilt durch das Gesamtkapital und das ergibt unsere Fremdkapitalquote. Der Verschuldungsgrad zeigt an, wie das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital ist. Nach der Analyse der Kapitalstruktur betrachten wir jetzt die Finanzierungsanalyse genauer. Bei der Finanzierungsanalyse gibt es eine vertikale Finanzierungsregel und eine horizontale Finanzierungsregel. Daneben haben wir die goldene Finanzierungsregel und die goldene Bilanzregel. Bei der goldenen Finanzierungsregel geht es darum, dass die Kapitalbindung nicht länger als die Kapitalüberlassung sein soll. Das kann man sich so vorstellen, wenn man sich auch privat, angenommen ein Auto kauft und finanziert dieses Auto auf 10 Jahre. Nach 5 Jahren wäre dieses Fahrzeug schon kaputt. Dann müsste man noch weitere 5 Jahre für dieses Fahrzeug bezahlen, das man schon gar nicht mehr hat. Und genauso ist es im Unternehmen. Es muss immer darauf geachtet werden, dass das Kapital in seiner Bindung nicht länger ist als das, wofür es genutzt wird. Bei der goldenen Bilanzregel gibt es eine strenge und eine gemilderte Form. Bei der strengen Form sagt man, und das ist die eigentlich echte goldene Bilanzregel, das Anlagevermögen soll vollständig durch das Eigenkapital gedeckt sein. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Das Anlagevermögen ist sehr langfristig gebunden und Eigenkapital steht dem Unternehmen als langfristigstes Kapital praktisch unbegrenzt zur Verfügung. So ist es der Idealfall, wenn das Eigenkapital das gesamte Anlagevermögen deckt. Bei vielen Unternehmen geht das aber nicht und deswegen gilt hier die gemilderte Formel, die silberne oder auch blecherne. Und die besagt, dass das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital das Anlagevermögen vollständig decken soll. Als nächstes im Bereich der Finanzierungsanalyse betrachten wir die sogenannten Liquiditätsgrade. Bei den Liquiditätsgraden gibt es 3 verschiedene Formeln. Und Sie müssen sich wegen dieser Formeln keinen Stress machen, die finden Sie wunderbar in jeder Formelsammlung, die Sie in Ihrer Prüfung auch verwenden dürfen. Die Liquidität ersten Grades nimmt die flüssigen Mittel, also die Bestände an Bank- und Kassenvermögen, multipliziert mal 100, damit ein Prozentwert rauskommt, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Forderung hier ist, dass mindestens 50% Ihrer flüssigen Mittel ausreichen müssen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken zu können. Die Liquidität zweiten Grades ist die nächstschlechtere Liquidität, wenn Sie so wollen. Die beinhält die Liquidität ersten Grades, also sprich unsere flüssigen Mittel, und zusätzlich noch die Wertpapiere, über die das Unternehmen verfügt, und die Forderungen. Das wird wieder mit 100 multipliziert und durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten geteilt. Nachdem wir jetzt aber auch schon die Wertpapiere und unseren gesamten Forderungsbestand dazu nehmen, ist die Forderung hier, dass ein Wert von 100% erreicht werden soll. Das heißt, Ihre gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten sollen durch Ihre flüssigen Mittel, L1, die Wertpapiere und Ihren Forderungsbestand gedeckt werden. Die Liquidität dritten Grades ist im Grunde das gesamte kurzfristige Umlaufvermögen. Hier wird also alles zu Geld gemacht, was man kurzfristig verkaufen kann. Das heißt, unsere Liquidität 1, unsere Wertpapiere, unsere Forderungen und zusätzlich jetzt auch noch unser Warenbestand. Das wieder mit 100 multipliziert, damit es einen Prozentwert gibt, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten und hier wird ein Wert von ungefähr 200% angestrebt. Jetzt ist ein zu niedriger Wert
ungünstig, denn dann können Sie in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ein zu hoher Wert an Liquidität ist aber auch nicht sinnvoll. Ist der Wert an Liquidität zu hoch, dann bedeutet dies, dass in Ihrem Unternehmen Geld herumliegt, dessen Liquidität gar nicht gebraucht wird. Und immer dann, wenn liquide Mittel im Unternehmen liegen, dann leidet die Rentabilität, weil dieses Geld nicht rentabel eingesetzt, nicht rentabel investiert werden kann. Als nächsten Bereich betrachten wir die Investitionen, die Investitionsquote. Wir machen eine Investitionsanalyse. Bei der Investitionsanalyse werden Bereiche wie die Abschreibungsquote, die Investitionsdeckung, der Anlagenabnutzungsgrad und die Investitionsquote an sich näher betrachtet. Diese Kennzahlen lassen sich relativ leicht aus der Bilanz ablesen und errechnen. Entscheidender ist, diese Kennzahlen interpretieren zu können. Und hier ist es wie so oft, dass es notwendig ist, den gesunden Menschenverstand einzusetzen und sich folgende Dinge genauer zu betrachten. Gibt es besondere Werte in dem Jahresabschluss, die auffällig sind, die deutlich von den üblichen Werten abweichen? Wie sind diese Werte im Vorjahresvergleich? Gibt es im Vergleich zu den Vorjahren größere Abweichungen in diesen Bereichen? Dann könnte das darauf hindeuten, dass es dem Unternehmen schlechter geht, als es in der Bilanz eigentlich auf den ersten Blick zu sehen ist. Und ganz wichtig, der Branchenvergleich. Die Branchen haben eigene Gesetzmäßigkeiten und von daher ist es ganz wichtig, um etwas über die Leistungskraft eines Unternehmens aussagen zu können, zu wissen, wie es innerhalb der Branche aussieht. Nach der Investitionsanalyse kommen wir nun zur Erfolgsanalyse. Und die findet im Gewinn- und Verlustkonto statt. Bei der Erfolgsanalyse geht es also um Rentabilität. Wir haben hier eine Bilanz mit der aktiver und passiver Seite, dem Anlage- und Umlaufvermögen, dem Eigen- und dem Fremdkapital. Hier haben wir ein Gewinn- und Verlustkonto, Soll und Haben. Auf der Soll-Seite werden die Aufwendungen gebucht, auf der Haben-Seite die Erträge. Wenn es gut gelaufen ist im Unternehmen, dann ist die Haben-Seite, die Ertragsseite, größer. Das heißt, es bildet sich hier ein entsprechender Saldo. Das wäre der Gewinn, der hier aus dem Gewinn- und Verlustkonto ersichtlich ist. Und dieser Saldo wandert in die Bilanz, in das Konto Eigenkapital und vergrößert diesen Wert. Zur Berechnung dieser Rentabilitäten gibt es wieder einige Formeln. Die Eigenkapitalrentabilität errechnet sich durch Gewinn mal 100 geteilt durch das eingesetzte Eigenkapital. Der Wert, der hier erreicht wird, sollte deutlich über dem marktüblichen Zins liegen, den man für eine Geldanlage bekommen kann. Der Grund hierfür ist, dass die Kapitalgeber ja ein, auch beim Eigenkapital, erhöhtes Risiko tragen und das sollte durch einen erhöhten Zins entsprechend abgegolten sein. Die Gesamtkapitalrentabilität errechnet sich, indem wir den Gewinn plus Fremdkapitalzinsen mal 100 geteilt durch das Gesamtkapital rechnen. Warum werden jetzt hier dem Gewinn die Fremdkapitalzinsen zugerechnet? Diese Fremdkapitalzinsen wurden über das Jahr hinweg an die Fremdkapitalgeber bereits bezahlt und haben den Gewinn geschmälert. Es geht aber um die Rentabilität des Gesamtkapitals, das heißt, den Wert dieser Fremdkapitalzinsen hat dieses Kapital mitverdient. Und um diesen Effekt wieder auszugleichen, wird dem Gewinn der bezahlte Fremdkapitalzins wieder hinzugerechnet und aufs Gesamtkapital bezogen. Zum Schluss haben wir noch die Umsatzrentabilität. Hier wird der Umsatz ins Verhältnis zum Gewinn gesetzt. Gewinn mal 100 geteilt durch Umsatzerlöse. Würde man die Menschen auf der Straße fragen, was sie schätzen, wie hoch die Umsatzrendite von deutschen Unternehmen ist, dann würde man teilweise abenteuerliche Schätzungen bekommen. Die liegen irgendwo zwischen 20 und 30, 40, 50 Prozent. In Wahrheit ist diese Quote sehr viel niedriger. Die Umsatzrendite deutscher Unternehmen liegt zwischen 0,5 und etwa 5 Prozent. Als nächstes
betrachten wir den Return on Investment genauer. Der Return on Investment zeigt die Rendite des eingesetzten Kapitals. Und er wird nach der sogenannten DuPont-Formel seit 1919 auf die gleiche Art und Weise berechnet. Diese Formel ist immer noch aktuell. Wir haben auf der einen Seite die Umsatzerlöse, von der die Erlösschmälerungen abgezogen werden. Wir haben die variablen Kosten, die sich zusammensetzen aus dem Fertigungsmaterial, aus den Fertigungslöhnen und den Sonderkosten der Fertigung, die also variable Kosten sind. Diese variable Kosten werden von den Nettoumsatzerlösen abgezogen und bringen uns somit zum Deckungsbeitrag. Vom Deckungsbeitrag werden die fixen Kosten abgezogen. Zu den fixen Kosten zählen die Fertigungsgemeinkosten, die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten. Wenn ich von den Deckungsbeiträgen die fixen Kosten abgezogen habe, komme ich zu meinem Gewinn, und zudem sind dann noch die Fremdkapitalien bzw. die Fremdkapitalzinsen hinzuzurechnen. Das ergibt dann meinen gesamten Kapitalgewinn. Und wenn ich den Kapitalgewinn durch meinen Umsatz teile, erhalte ich den Gewinn in Prozent des Umsatzes. In diesem Bereich habe ich meine Vorräte. Zu diesen Vorräten hinzu kommen die Forderungen und meine liquiden Mittel. Von diesem Wert wird dann das sogenannte Abzugskapital subtrahiert, also abgezogen, und ich erhalte das Working Capital. Zu diesem Working Capital wird mein Anlagevermögen hinzuaddiert und ich bekomme das sogenannte investierte Kapital bzw. auch das Eigenkapital. Dieses Eigenkapital zusammen mit dem investierten Kapital ergibt das Gesamtkapital. Und wenn ich hier wieder Umsatz durch das Kapital teile, dann bekomme ich den Kapitalumschlag. Und so kann ich jetzt Gewinn in Prozent des Umsatzes multipliziert mit dem Kapitalumschlag den Return on Investment errechnen. Das klingt relativ kompliziert, ist in Wahrheit aber ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Produzent grüner Gummistiefel. Dann nutzt es Ihnen gar nichts, wenn Sie diese Gummistiefel zu einem Preis von, sagen wir mal, 50 Euro anbieten, wenn niemand diese Gummistiefel dann kauft. Sie hätten zwar bei einem Preis von 50 Euro eine riesige Umsatzrendite, wenn aber niemand diesen Umsatz macht, dann ist Ihr Ergebnis null. Andersherum, wenn Sie sich vorstellen, Sie produzieren diese Gummistiefel für 10 Euro und würden sie auch für 10 Euro verkaufen, dann bekommen Sie möglicherweise einen großen Umsatz, also es wird sehr häufig dieses Paar Gummistiefel nachgefragt. Wenn aber pro Kauf, also pro Kapitalumschlag, keinerlei Umsatzrendite zu erwarten ist, dann ist auch hier Ihr Ergebnis null. Wir brauchen also für einen Erfolg immer beides. Wir brauchen eine Umsatzrendite, die positiv sein muss, und diese Umsatzrendite muss sich möglichst oft umschlagen. Die nächste Kennzahl, um die wir uns kümmern, ist der Cashflow. Aber dazu brauche ich jetzt ein bisschen Platz. Und hier abgeräumte eigentlich auch gar nicht schlecht. Cool. Mist vertan. Jetzt brauche ich noch meine Unterlagen. Cool, soll ich mir patentieren lassen. Also, es geht um den Cashflow. Es gibt die Möglichkeit, den Cashflow direkt oder indirekt zu berechnen. Bei der direkten Berechnung nehmen wir die zahlungswirksamen Erträge, also das Geld, was tatsächlich ins Unternehmen in Form von liquiden Mitteln hineinkommt, und ziehen davon ab die zahlungswirksamen Aufwendungen, also das Geld, was aus dem Unternehmen abfließt. Die zweite Möglichkeit ist die der indirekten Berechnung. Und die geht aus vom bilanziellen Erfolg. Wir nehmen also den bilanziellen Erfolg,
Zu diesem bilanziellen Erfolg wird hinzuaddiert der ausgabeneutrale Aufwand und es wird abgezogen der einnahmeneutrale Ertrag. Wie so eine Cashflow-Rechnung im Detail ausschaut, sehen wir uns jetzt etwas genauer an. Wir beginnen und gehen aus vom Jahresüberschuss bzw. vom Fehlbetrag. Von diesem Jahresüberschuss oder Fehlbetrag wird jetzt die vorgenommene Abschreibung hinzuaddiert und die Zuschreibung ist das Gegenteil von Abschreibung. Hier wurde ein Wert aufgeholt, den man möglicherweise in der Vergangenheit zu stark abgeschrieben hat. Die Zuschreibung wird abgezogen. Warum tut man dies? Die Abschreibungen haben unseren Jahresüberschuss, also unser Betriebsergebnis, verringert, zumindest buchhalterisch verringert. Und dieser Effekt wird jetzt wieder bereinigt, indem die Abschreibungen dem Jahresergebnis wieder zugeschlagen werden und die Zuschreibung entsprechend gegenteilig von dem Jahresergebnis abgezogen werden. Nach dem gleichen Prinzip erfolgt eine Addition der Zunahme der langfristigen Rückstellungen. Wenn Rückstellungen getätigt worden sind, haben Sie den Jahresüberschuss vermindert und diesen Effekt gleichen wir jetzt wieder aus, indem die Rückstellungen hinzuaddiert werden. Das führt uns zum Brutto-Cashflow. Wenn von diesem Brutto-Cashflow jetzt die Steuern abgezogen werden, die Privatentnahmen abgezogen werden und die Auflösung von Rücklagen abgezogen werden, dann hat es folgenden Effekt. Die Steuern als auch die Privatentnahmen haben das Unternehmen ja in Form von liquiden Mitteln verlassen. Dieses Geld ist abgeflossen. Wenn Rücklagen aufgelöst worden sind, dann hat das unseren Jahresüberschuss entsprechend nach oben gebracht. Und um diesen Effekt jetzt wieder auszugleichen, werden die aufgelösten Rücklagen wieder subtrahiert. Entsprechend umgekehrt geht man mit der Zuführung der Rücklagen ab. Wenn also Mittel in die Rücklagen eingestellt worden sind, dann werden die hinzugerechnet. Das führt uns zum Netto-Cashflow. Wenn jetzt von dem Netto-Cashflow die getätigten Investitionen abgezogen werden und die getätigten Desinvestitionen, also Verkäufe von Anlagegütern, hinzugerechnet werden, dann kommen wir letzten Endes zu unserem Free Cashflow. Und zum Abschluss wollen wir uns die Grenzen der Bilanzanalyse etwas genauer betrachten. Die Grenzen der Bilanzanalyse liegen zum einen darin, dass ich nur zahlenmäßig erfassbare Größen da drin bewerten kann. Bereiche wie Kundenzufriedenheit oder Image lassen sich schwer oder teilweise gar nicht in Zahlen erfassen und sind deswegen auch nicht Gegenstand einer Bilanzanalyse. Des Weiteren sind die Informationen in der Bilanz teilweise unvollständig. Das heißt, die Unternehmen veröffentlichen auch nur die Zahlen und Werte, zu denen sie gezwungen werden und lassen unter Umständen manch wichtige Informationen weg. Wir haben bei der Bilanz immer eine Momentaufnahme. Das heißt, der Bilanzstichtag, in der Regel 31.12., gibt Auskunft über den Stand des Unternehmens. Dabei ist es möglich, dass bereits im Januar sich Zahlen wesentlich verschlechtern. Bilanzfälschung und die Unternehmensgeschichte ist voll davon, sind ein weiterer Punkt. Hin und wieder kommt es vor, dass Bilanzen mutwillig gefälscht werden und es dauert relativ lang, bis das entdeckt wird. Im Bereich der legalen Bilanzmanipulation ist es möglich, durch unterschiedliche Bewertungsansätze beispielsweise das Ergebnis der Bilanz nach oben
oder nach unten zu verändern. Und es sind immer Daten der Vergangenheit. Das heißt, was in der Bilanz ausgesagt wird, sagt nur ganz bedingt etwas darüber aus, wie es dem Unternehmen in der Zukunft geht, wie also die Perspektiven dieses Unternehmens sind.